und herzlich willkommen zu 1021. Rohstoff, Tagesausgabe der Informationsdata am Dienstag, dem 7.7.2014 und Kupfer, Sie sagen es, es macht Zakatum in der Spitze minus 6% und wir hatten ja Kupfer bereits hier geschottet gehabt, gab es die erste Welle, kam die zweite Welle. Gestern hatten wir im Bereich unserer ersten Zielzone 2,50 einen Teilgewinn realisiert. Jetzt fällt der Markt durch, machen wir gleich miteinander. Vorher, Freunde, es gibt nur eine Sportnachricht des Tages für mich persönlich. Für mich persönlich. Denn die Mannschaft aus Mikronesien, wenn Sie jetzt sagen, wo ist eigentlich Mikronesien? Ich wusste gar nicht, dass Mikronesien eine eigene Fußballmannschaft hat, denn Mikronesien ist eigentlich ein Gebiet, was sich aus mehreren Ländern zusammensetzt, unter anderem ein Teil Guam, was zu den USA gehört, oder auch Palau. Und in Palau habe ich persönlich mal Urlaub gemacht. 3 Wochen Tauchurlaub, eine der schönsten Tauchgegenden überhaupt. Wenn Sie sich fragen, wo ist Mikronesien, das ist hinter Indonesien nochmal eine ganze Ecke geradeaus und nochmal und dann aber vor Australien. Da ist Mikronesien, da ist Palau. Und diese Mannschaft hat es geschafft, in, ich glaube, 3 Spielen 114 Gegentore zu kriegen. 0:38 gegen Fidschi, 0:30 gegen Tahiti und 0:46 gegen Vanuatu. Und wissen Sie, warum ich Ihnen das erzähle? Es wundert mich überhaupt nicht. Ich weiß, Sie wollen jetzt hier Kupfer und Rohstoffe und so. Ich will gerade was anderes. Spulen Sie sonst gerne vor. Es wundert mich überhaupt nicht. Wir waren ja auf einer Insel, die Absolventen des Mentorprogramms wissen das immer, weil ich dort auf dieser Insel mein Trading-System angepasst habe seinerzeit. Auf der besagten Insel, auf der wir waren, da waren wirklich nur ein paar Hütten und sonst hat ein Boot angelegt, da konnte man tauchen gehen, ansonsten hat man Löcher in die Gegend geguckt, beziehungsweise sich die wunderschöne Landschaft angeschaut, großartig. Und da gab es einen sogenannten Captain, also der Captain. Und der Captain, der hat tatsächlich nichts anderes gemacht, als dass der uns ins Boot gesetzt hat, dann ist er 10 Minuten gefahren, weil wir waren genau an diesen Tauchgegenden. Dann sind wir alle abgetaucht, dann lag er immer so da und hat sich so die Fische vorbei angeguckt, die vorbeigekommen sind, hat ihnen immer so erzählt, so, ja, hier der Snapper, da ein bisschen Öl dazu und Salz und dann den Ofen, total lecker. Und dann hat er uns dann 10 Minuten zurückgefahren und ansonsten hat er wirklich hinterm Baum gesessen, hat das Leben genossen. Dann habe ich ihn gefragt, sag mal, Captain, was machst du eigentlich, wenn du uns nicht fährst? Dann hat er gesagt, ei, relax. Und das ist auch das, was er immer zu mir gesagt hat. Wenn ich dann irgendwas machen wollte und so weiter und so, hat er zu mir gesagt, you, relax. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Menschen dort, die waren wirklich alle so. Klassische Inselmenschen, you, relax. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass die Mannschaft aus Mikronesien 114 Gegentore gekriegt hat, weil ich glaube, die haben bei Stand von 30:0 immer noch gesagt, you, relax. Und damit der Blick, ich muss nochmal kurz zurück, also wenn es Sie langweilt, tät es mir schrecklich leid. Ich habe es gelesen und dachte mir, es wundert mich überhaupt nicht und wollte es mit Ihnen geteilt haben. Ich hoffe, Sie haben sonst vorgespult, wenn es Sie nicht interessiert hat. Und damit der Blick auf die Rohstoffliste am schwächsten. Ach, ich sag nochmal, Zakatum, minus 5,56%. Dann haben wir Silber minus 4,7%. Erinnern Sie sich, wir hatten vor ein paar Tagen miteinander darüber gesprochen, dass viele Kleinspekulanten bei Silber auf der Longseite positioniert sind. Und dass für den Fall, dass Silber die Unterstützungen bricht, dass dann eine dynamischere Bewegung zustande kommen kann, weil dann viele Kleinanleger aus dem Markt gespült werden können. Jetzt sind die Kleinanleger aus dem Markt gespült worden. Aha, beachte. Dann sehen wir auch Palladium minus 4,6, Platin minus 2,6, Gold nur in Anführungszeichen minus 1,2%, Brent minus 1% und auch Crude unter Druck mit minus 2%. Kupfer sind wir jetzt schon hier aus diesem Trade rausgeflogen. Sie werden sagen, was, jetzt hier nach der Kerze schon raus? Ja, denn ich will Ihnen was zeigen. Wir sind jetzt hier im Bereich des Jahrestiefs angekommen. Hier Ausverkauf, großer Bounce, jetzt wieder hier ran. Okay? Erstens. Zweitens, über die Stunde, erinnern Sie sich daran, als wir hier hingekommen waren, ich habe Ihnen gesagt, ja, wir haben hier eine Trendlinie, hier eine mögliche Unterstützung, die kommt von hier oben, ehemals begrenzten, jetzt potenzielle Unterstützung. Und deswegen glaube ich, der Markt wird erstmal einen Bounce machen, dann hat er das gemacht, dann haben wir gesagt, das sieht ja aus wie eine Bärenflagge. Also das ist die Stange, das ist die Hauptbewegung. Dann gibt es einen trägen, aufwärts gerichteten Trend. Und nachdem der bärisch aufgelöst worden war, mit einer Lücke, da macht es nochmal richtig Zakatumski. Und gucken Sie mal, wo wir sind. Hier genau wieder an der Linie plus
Waren sie also nicht nur Jahrestief, nicht nur die fallende Linie, sondern wenn ich Ihnen einmal nicht den Wochen-, sondern den Monatschart zeigen darf. Wo sind wir hier noch? Schauen Sie mal, 200 Monatslinie. Hier Unterstützung, da Widerstand, da Unterstützung, da sind wir dran. Kann das brechen? Selbstverständlich. Ist das eine Unterstützung, die sofort greift? Nein, per Monatsschlusskurs. Das sind aber insgesamt drei potenzielle Unterstützungen. Der Markt hat ja eine heftige Bewegung gemacht, die wir ja auch mitgemacht haben. Insgesamt, wenn man jetzt von unserem Take Profit, was wir gestern gemacht haben, absieht von insgesamt, ich glaube, hier war es auch, oh, 10% in einem, Achtung, Future Market. Das darf man nicht verwechseln mit Aktien. Das ist ein ganz, ganz, ganz anderer Schnack, auch wenn das bei uns auf der Triggerliste die gleiche Wertigkeit hat. Da geht es ja nur darum, dass Sie sehen, dass diese, das, was wir traden, übergeordnet funktioniert. Das hier ist nach meinem Dafürhalten kein schöner Markt, um jetzt additiv etwas auf der bärischen Seite zu machen. Trotz der Kreuzunterstützung, solange diese Unterstützung nicht bestätigt ist, auch aufgrund des Volumens, würde mich das hier nicht interessieren, etwas auf der bullischen Seite zu traden, sondern für den Fall, also wenn ich mir was wünschen könnte, ja, da könnt ihr jetzt hier nochmal sowas hier machen, so drei Wochen, da könnten wir es nochmal shorten, so schön in Richtung des Trends. Ob er das macht, weiß ich nicht. Das war unsere Zielzone und das ist auch das, was ich haben will. Und dann erlauben Sie mir nochmal eine Sache, die Ihnen aus edukativer Sicht zu sagen. Ich freue mich ja, wenn Sie Kommentare schreiben. Ich freue mich, wenn Sie Kommentare schreiben, dann unterhalte ich mich auch gerne mit Ihnen darüber. Auf einem der Portale, wo wir unsere Analysen veröffentlichen, hat jemand geschrieben, Mensch, das ist so schade, dass du heute Mittag bei 2,50, ich glaube, das habe ich sogar gestern gemacht, einen Teilgewinn realisiert, das wäre doch viel schöner, da wäre der Markt weitergegangen. Das ist überhaupt nicht schade, sondern das war das, was wir vorhatten und wir haben unser System umgesetzt. Das Einzige, was schade ist, ist, wenn man zu großes Risiko in den Markt packt. Das Einzige, was schade ist, wenn man zum Beispiel diesen Trade verpasst und sich denkt, so, und ich kenne diese Gedanken von früher, ich kenne sie noch so gut, ah, das habe ich jetzt verpasst, die nächste Chance, da hole ich es mir wieder zurück mit richtig großem Risiko. Das ist dann schade, weil das ganz große Risiko, das packen wir emotional sowieso nicht. Das ist dann so, als würden wir 280 km/h fahren auf der Autobahn. Das schaffen wir dann vielleicht für, weiß ich nicht, 10 Sekunden, dann kriegen wir berechtigterweise so viel Angst, dass wir runterschrauben. Deswegen, ich finde es überhaupt nicht schade, dass wir jetzt hier Teilgewinn gemacht haben. Ich hätte es schade gefunden, wenn wir das Setup nicht systematisch getradet hätten. Und ich hätte es noch viel mehr schade gefunden, wenn wir nicht unser Risiko im Griff gehabt hätten. Das nur nochmal aus edukativer Sicht. Silber hatte ich Ihnen gerade gesagt. Nee, warten Sie, wir gucken vorher nochmal auf Gold. Ich will es Ihnen einmal zeigen. Also, Gold heute in Anführungszeichen minus 1,2%. Gold fällt hier aus dem Keil raus. Gold fällt hier unter diese Linie. Gold hat das Potenzial, hier in Richtung 1140 zu laufen. Das ist eine Unterstützungszone. Das Momentum fällt. Wir haben hier nur eine fragliche Kaufformation in der Stochastik. Die K-Linie ist oberhalb der D-Linie. Aber die fällt schon wieder. Und trotzdem haben wir hier viel Unterstützung. Und trotzdem sehe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, dass Gold diese Zone halten und eine bullische Bewegung machen kann. Das einzige Problem daran ist, dass es meine Meinung ist. Wenn ich mir hier den Chart angucke, hier Trend, abwärtsgerichtet, hoch, tief, tieferes Hoch, jetzt macht er eine Fortsetzung, Bärenflagge und so weiter und so fort. Das kann auch alles passieren. Das kann alles passieren. Mit dem Wissen, dass wir hier nicht nur bei Gold in Richtung einer sehr, sehr wichtigen Unterstützung laufen, sondern auch mit dem Wissen, dass wir hier bei den Goldminen, in dessen ETF GDX, ich glaube HOI ist sogar schon hier so ein klitschko-kleines bisschen unter dem Tief vom November 2014, dass wir dort sind mit dem Wissen, ach jetzt wo wir schon den Monatschart haben, können wir sie auch gleich nutzen. Schauen Sie mal hier, Unterstützung über den Monatschart, Unterstützung über den Monatschart, da sind wir gerade wieder dran. Und gucken Sie mal das Volumen an, diese Unterstützung ist mit so viel Volumen gekauft worden, mit dem Wissen darum, und auch hier eine Unterstützung, was wir über den Tag haben, wo ist der Monatschart verschwunden? Den habe ich tatsächlich weggeklickt aus Versehen. Ach Mann, macht nichts. Tue ich mich schwer, Ihnen zu sagen, alles klar, jetzt wird Gold ganz stark fallen. Ich tue mich auch schwer, jetzt diese Zone zu kaufen. Für den Fall aber, dass Gold Stärke zeigt, würde mich das interessieren. Volumen, schöne bullische Kerze, dann haben wir eine große Unterstützung, die mit viel Volumen bestätigt worden ist. Wir haben ein enges Risiko, weil bis zur Unterstützung es nicht mehr weit ist, auch wenn hier richtig große bullische Kerze reinkommen sollte. Also bis zum Stop-Loss wenig, aber Potenzial eher viel. Dafür aber auch geringere Wahrscheinlichkeit, was das Setup angeht. Wenn man Unterstützungen kauft, muss man sich das bitte klar machen.
Das macht man deswegen, weil man den Stop eng setzt und insgesamt wenig Risiko im Markt hat. Man muss aber auch wissen, dass man nicht so eine große Wahrscheinlichkeit dann im Markt hat, im Vergleich dazu, wenn man prozyklisch etwas tradet, wenn man einen Ausbruch tradet. Und deswegen will man nicht, wenn man schon das Risiko in der Wahrscheinlichkeit hat, dann auch noch das Risiko im Setup haben und dann sagen, okay, jetzt packe ich auch noch richtig viel Kohle rein, sondern dann würde ich mit bewusstem Risiko, mit einer kleinen Position, mich für die Unterstützungszone entscheiden. Und ähnlich sehe ich das auch bei Silber. Ich hätte Ihnen gesagt, ja, der Markt, wenn der hier fällt, der kann Dynamik entwickeln. Per Tagesschlusskurs ist hier 15 Dollar eine sehr wichtige Unterstützungszone. Der kann hier hinlaufen. Ich tue mich schwer, hier rein zu traden, aufgrund der größeren Unterstützung. Jetzt muss ich zeigen, ob die Silberbullen diese Zone halten können oder ob wir tatsächlich sogar in Richtung der absoluten Tiefs bei 14,30 laufen. Was man hier wissen muss ist, Silber hat jetzt hier am Ende, gestern haben die ja richtig Druck gemacht, die Bullen, die wollten hier oben raus, ne, oben raus doch nicht, dann unten raus schnell. Was man wissen muss ist, ja, der Kall ist bärisch aufgelöst. Wenn ich jetzt hier die obere Linie kopiere und die untere setze, gucken Sie mal an, wo wir genau da sind wir hängen geblieben. Also, das ist hier bereits 14,70 eine wichtige Unterstützung, die muss man wissen. Und wenn die bestätigt wird, dann fände ich sie wiederum durchaus interessant, hier etwas wieder auf der bullischen Seite als Ansatz zu probieren. Mit, wie gesagt, dem bewussten Risiko, dass wir hier eine Unterstützung kaufen und keine bestätigte Ausbruchsformation. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich. Wenn Sie mögen, um 23 Uhr ist unser Devisen-Chief, der Tom, wieder da mit einer neuen Ausgabe zu den Devisen, also den Forex-Märkten. Dann gibt es die nächste Ausgabe morgen Vormittag um 9:15 Uhr zu DAX und zu den Einzelwerten. Gegen Mittag wird dann Silvio wieder für Sie da sein mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Mein Name ist Hamed Esnachari und ich wünsche Ihnen, dass Sie hoffentlich alle gesund bleiben. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader doch bitte gewogen.